Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren App Review. Diesmal geht es über Fruit Ninja HD. Ja, aus dem Hause Halfbrick. Da haben wir jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einzelspieler, Mehrspieler. Open Feint mal wieder. Mehrspieler interessiert uns nicht. Neu ist der Dojo. Im Dojo haben wir folgende Auswahlmöglichkeiten. Und zwar könnt ihr hier freispielen, verschiedene Klingen und so weiter und so fort. Und jo, wir nehmen jetzt mal die Flammenklinge. So bestätigt ihr die Auswahl und fertig. Also da könnt ihr dann selber mal reinschauen. Da kann man dann einiges einstellen. Dann gehen wir weiter zurück. Und zwar ins Hauptmenü. Mehrspielermodus kommen wir zum Schluss. Jetzt machen wir den Einzelspielermodus. Dann gibt es den Classic-Modus und den Zen-Modus. Zen-Modus, kein Leben, keine Bomben, 90 Sekunden Limit. Da müsst ihr also innerhalb von 90 Sekunden so viele Früchte zerschnipseln wie möglich. Da lasse ich jetzt einfach mal weiter runterfallen. Passiert nichts. Okay, dann gehen wir zurück. Beenden. Ja, dann haben wir natürlich auch noch den Classic-Modus. Da habt ihr das gleiche Vorgehen. Ihr müsst die Früchte zerschneiden. Und ihr dürft keine Bomben zerschneiden, weil dann ist Game Over, so wie jetzt. Oder auch nicht, das müsste man treffen. Dann passiert nämlich Folgendes. So. Neuer Versuch. Jetzt müsst ihr mal hier oben in der Ecke drauf achten. Ein Kreuz. Zweites Kreuz. Und drittes Kreuz. Spiel vorbei. Also sobald ihr drei Früchte habt fallen lassen, ist das Spiel vorbei. Wenn ihr 100 Punkte erreicht, wird euch ein X wieder gelöscht. Ja, dann gehen wir auch hier wieder raus. Mehrspielermodus. Das ist lustig. Wenn man zu zweit ist, kann man auch hier ein Zen-Duell machen oder klassisches Duell. Hier könnt ihr euch noch das Ganze einstellen. Langsam, mittel, schnell. Wir machen jetzt einfach mal mittel und den klassischen Modus. Ich spiele jetzt mal für zwei Leute. Das ist wirklich kompliziert. Ups, da reißt es mir doch glatt das iPad um. Gut, irgendwer hat jetzt die Bombe getroffen. Ha, Pech gehabt. So sieht das Ganze aus. Dann kann man hier den Modus wechseln, einen neuen Versuch machen oder das Spiel verlassen. Jo, das Spiel werden wir jetzt verlassen. Gut, das waren so die wichtigsten Neuigkeiten beim Fruit Ninja HD für iPad. Was das Spiel kostet, weiß ich gar nicht. Ich glaube so um die 3,99 rum, aber die ändern sowieso die Preise andauern. Also scheiß drauf. Schaut einfach im App Store unter Fruit Ninja HD und dann wisst ihr auch, was es kostet. Also spart euch die Fragen. Gut, das war's. Bis dahin und bis neulich. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.